Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bericht vom Drake-Server. Ich habe ja angekündigt, dass wir jetzt momentan auf dem Drake-Server den Attack of the B-Team Mod drin haben. Das haben wir jetzt gemacht und wir haben schon mal angefangen, ich und Kevin. Die anderen kommen nach, wenn sie weniger Schule haben oder wenig Arbeit haben. Und ihr dürft auf diesen Server joinen und dafür müsst ihr euch anmelden und ein paar Fragen beantworten, bevor ich euch in die Whitelist tue, weil ich will sicher gehen, damit dass ihr nicht irgendwie trollt oder sonst Sachen macht auf dem Server, weil wir haben keine Plugins drauf. Noch, man könnte Plugins drauf machen, werden wir auch sobald gegrieft wird, aber ja, das wollen wir vermeiden. Und ich habe hier zum Beispiel vom Furniture-Mod habe ich hier die Blöcke ein bisschen gemacht und von Baumus of Plenty, ja, habe ich diese Holzbretter hier oben ein rotes Stockwerk gemacht und hier Bäume hingepflanzt, die von diesem Baumus of Plenty sind. Hier haben wir Garten von Food Plus Witchery zum Beispiel, hier Schafe, Hühner und Kühe, und dann bin ich noch im Nether gewesen und im Ding in der Tropicraft Welt. Die habe ich jetzt hier unten getan. Hier ist auch Kevin. Hier ist der Brunnen, der hat irgendwelche Anzeigebugs. Hier hat er zum Beispiel eine Trophäe gefunden. Hier habe ich das Portal gemacht. Da hat er gesagt, ja, er will es hier im Garten haben, das Portal, und der Zaubertisch auch, damit wir im Haus mehr Platz haben für Kisten und so weiter. Und hier unten hat der Kevin, also der 19Gamer97, schon mal sein Haus angefangen. Es ist ein bisschen niedrig, aber ja. Und dann haben wir hier noch den Furniture-Mod ein bisschen angeschaut. Und ich werde ja immer wieder Berichte vom Server zeigen. Und bei denen, die gut auf dem Server sind, die viel bauen oder sich gut benehmen, werde ich auch öfters Sachen zeigen von denen. Also als Loyalitätssystem. Und ja. Und die bekommen dann auch eine Belohnung, werden von mir gelobt, bekommen mehr Videos geschenkt und Frapslekt. So, jetzt ist es wieder. Also, muss ich nur ein bisschen warten, dann geht's wieder. Also, der Drake-Server ist momentan auf Attack of the B-Team. Mal schauen, experimentieren, und eben, wer Lust hat, auf den Server zu kommen, der schreibt mir Anmeldung und dann werde ich ihm ein paar Fragen beantworten und dann kann er auf den Server kommen. Und traut euch, ich beiße nicht, einfach kurz Fragen und dann die Fragen beantworten und fertig. Sonst ist man auf dem Server. Ich könnte mal zum Ding gehen, zum Spawn. Hier haben wir noch nicht viel gemacht. Ich habe einfach ein Biom gefunden, das mir anspricht, und bin dann in diesem Ding-Biom gelandet. So. Hier wird irgendwo der Spawn dann sein. Und also wahrscheinlich wird hier so ein kleines Teil sein, und in diesem Dorf dann habt ihr die Fragen auch nochmals, könnt ihr immer nachschauen und die neuesten News, und ihr dürft dann ringsum dann bauen. Wir machen dann irgendwo dann hier eine Stadt, wahrscheinlich auf dem Meer oder so, und ja, haben immer wieder so Projekte, wo ihr freiwillig mithelfen könnt oder auch nicht mithelfen könnt. Und ja, hier habe ich überall schöne Biome gesucht, habe zum Beispiel dieses Biom gefunden, aber das ist so dunkel hier, dass man nicht weit sieht. Dann bin ich weitergegangen, hier runter, dann kam ein großes Meer, bin ich umgekehrt und bin hier runter und habe dann mein Haus hier unten, mein Hausort gefunden. Ja, und ihr dürft hingehen, wo ihr wollt, einfach nicht zu nah an andere Spieler.
und sie zuerst fragen, bevor euch niederlässt. Und ja, es ist einfach ganz normales Attack of the Bee Team, ohne schlimme Regeln oder so. Einfach wer grieft oder so wird für ein paar Tage vom Server gebannt. Und ja, damit wir Ruhe haben. Und nicht als Bestrafung. Und ja, mal schauen, wie das Projekt so geht. Also ich bin jetzt nicht böse, wenn man ausgegrieft wird oder so, aber ich werde es vermeiden zu wissen. Und ich werde natürlich dann wieder einen früheren Spielstand, ein Backup laden. Also bringt es auf unserem Server überhaupt nicht zu griefen und alles Mögliche zu tun. Ja, dann will ich mal wieder zurückporten. So. Und man ist irgendwie... Hallo, jetzt. Ja. Die nähere Umgebung ist halt alles Bambuswald. Sonst nicht viel hier. Und jo, hier ist sogar ein Baum noch da oben. Die spawnen manchmal hier plötzlich irgendwo auf den Bäumen drauf. Keine Ahnung wieso. Nicht so gut angepasst. Jo, also das war's mit dem Ankündigungsvideo, dass jetzt der Drake-Server mit Feed the Beast läuft. Und jo, viel Spaß. Und ja, vielleicht kommt ihr und habt mit uns Spaß. Also dieses Modpack macht natürlich 1000-mal mehr Spaß als Vanilla-Version. Und ja, wir haben den alten Server natürlich nicht gelöscht. Wir haben einfach ihn gesaved und gewechselt auf den Attack of the Bee Team. Und ja, aber werden das vielleicht dann wieder zurück machen, je nachdem, wenn ich dann ein bisschen berühmter bei YouTube werde. Und ja, dann werde ich manchmal Let's Shows von diesem Server machen und werde Sachen zeigen. Und da könnt ihr eben auch im Video sein, dann, wenn ihr schön baut und so weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.